So kommen wir nämlich wieder auf etwas Geld. Ich denke mal, wenn ich anfange, Drachenblut zu verkaufen, wenn ich welches... Das heißt, wenn ich welches finde, da unten ist doch welches, oder? Nee, das ist Mauerwerk. Das ist Mauerstein. Und das ist Titan. Okay, ich kann nicht einfach so nach unten graben, weil wenn ich nach unten grabe, falle ich in den Raum rein. Und das fände ich schlecht. Deswegen grabe ich hier nach unten. Genau. Weil dann kann ich da unten alles clearen und die Ressourcen freiräumen. Und ich denke mal, ich werde dann mit dem Mauerwerk, was ich finde, Mauerwerkstruhen bauen. Nämlich die hier. Höllentruhen. Oder hier größere Höllentruhen am besten. Um auf wie viel? 5000 zu kommen. Oh. Häuptling? Zur Hölle? Hallo? Hilfe. Na gut, der bewacht alles Mögliche hier unten. Schnell, damit er nicht hochkommen kann. Warum kann ich die nicht verkaufen? So. Weil so portet er sich vielleicht nicht hoch. Heilige. Das könnte jetzt echt übel ausgehen. Du Fernkämpfer. Okay. Du portest dich hier hin. Dann machen wir Pause. Und dann gibt es jetzt hier unten erst einmal für jeden zwei eiserne Trainingspuppen, bitte. Und dann werdet ihr zum Trainieren geschickt. Und zwar so schnell und so heftig wie möglich. Weil für den da brauche ich starke Truppen. Okay, vergessen wir erst einmal die Forschung für die besseren Forscher. Wir brauchen dringend, dringend die Offensivstrategie. Oh, der kommt auch da runter zum Trainieren. Okay. Dann verschiebe ich mal seine beiden Trainingsdinger hier runter.
George. Und ja, ich sollte dringend noch ein Bett hier unten bauen. Habe ich das nicht schon längst gebaut? Ja, doch, habe ich. Ich habe so vergessen, runterzubringen. So. Du kannst mal dort bleiben. Ich könnte noch etwas Stein verkaufen. Ja gut, sagen wir mal so, das Gold für die Upgrades zu kriegen, ist jetzt kein Problem. Ich hoffe mal glücklich, dass dass das letzte Upgrade dann ist. Gut, der Ork-Häuptling verhält sich ruhig. Der hat wohl keinen Drang, sich zu porten. Das heißt, wir können wirklich die Zeit nutzen und die Forschung. Wow, die forschen wirklich jetzt mittlerweile ziemlich schnell, ey. Ich meine, wir hatten gerade den Forschungspunkt gekriegt und wir sind schon bei gut einem Viertel wieder vom Balken. Eigentlich sollte ich ja ihre Forschung jetzt beschleunigen. Das wäre eigentlich auch wichtig. Da, Forschungstische. Wir haben genug Holz, wir haben genug Gold. So, wir haben meinen Arbeiter ja wieder da hochgeportet. Also ersetzen wir die beiden Forschungstische. Ach, wir haben ihn noch nicht da hochgeportet. Egal. Das muss jetzt auch wirklich dringend sein. Denn wir müssen die Forschung sehr stark vorantreiben. Im Augenblick ist nämlich nichts wichtiger als die Forschung. Ja, natürlich das Militär upgraden, aber die Forschung, die ist auch sehr wichtig. Ja gut, du musst jetzt kurz eine Runde schlafen. Weichere Betten wären eigentlich auch mal von Vorteil, aber im Augenblick mit dem da im Nacken. Bleib schön da unten. Hier oben gibt's nichts für dich, Kumpel. Ich merke, ich habe das Spiel schon seit langem nicht mehr gespielt, sonst hätte ich noch an den gedacht. Ah, ich habe total vergessen, dass da unten ein dicker Ork-Häuptling ist. So. Und fertig. Jetzt müsste die Forschung erstmal abgehen. Aber was wir zum Beispiel noch hinarbeiten könnten, das ist, es werden Steuern, nachdem wir hier oben dann soweit sind. Alle Soldaten steigen schneller auf, wäre auch so eine Sache. Weil solche Sachen wie Essensrationen, wir haben mehr als genug Essen. Und hier Forschungsstation, forschen arbeiten doch besser, wäre vielleicht was. Ah, gerade in Richtung Heroismus sollten wir gehen. Und hier oben in Richtung Steuern. Alle Zwerge werden in ihren Berufen besser. Ja, weil sobald wir die besseren Forscher haben, von denen wir uns jetzt mittlerweile schon zwei leisten könnten an Turmalin, und wir ja noch mehr als genug Turmalin abbauen können, denke ich mal, dass wir das so hinkriegen. Sollte ich es wagen, mich in die Richtung zu graben, während der da unten rumwuselt?
Na komm, ein bisschen können wir in die Richtung buddeln. Mal gucken, was sich dahinter befindet. Während wir ja gleich den nächsten Forschungspunkt hier haben. Weil jetzt gehen meine mit den Forschungstischen dürften meine Forscher richtig gut abgehen. Und nachher, wenn ich sie abgegradet habe, gehen sie erst recht richtig ab. Dann können wir nämlich Gelddruckerei. Große Truhen, okay, das wäre eigentlich auch noch wichtig. Damit unsere Truhen mehr Inhalt speichern können. Aber ich denke mal, die 2200 kriegen wir auch irgendwie mit zusätzlichen Truhen hin. So. Und Zwerge machen mir Schaden. Sehr gut. Du hast keinen Bock zu trainieren, oder was? Warum wollen die jetzt gerade nicht mehr trainieren? Weil die habe ich doch richtig aufgestellt, oder? Ja, jetzt trainieren sie wenigstens wieder. So, wo ist mein Handwerker? Der ist hier. Der kann hier runter und neue aufstellen. Sagen wir noch genug Eisen und Gold haben, ist das ja kein Problem. Wie sieht es eigentlich oben mit dem Pflänzchen aus? Sieht eigentlich ganz okay aus. Wir könnten jetzt die besseren Holzpflanzen setzen und bessere Nahrungspflanzen. Nämlich hier die Kürbisbeete, aber die kosten Steine. Oder der Nussbaum. Hey, der Nussbaum wäre nicht schlecht. Aber ich glaube, mit dem, was wir da haben, kommen wir gut klar. So, wir haben neue Trainingspuppen. Sind alle mit dem Training beschäftigt, sehr gut. Ich bin froh, dass er uns in Ruhe lässt. Er ist unheimlich. Aber wirklich unheimlich ist er. So, jetzt da meine Krieger mehr Schaden verursachen. Trainierst du? Nein, ich wollte die nicht upgraden, ich wollte das nur verschieben. Ah, jetzt trainiert er hier. Okay, dich grade ich ab zum Schützen. Bei einem wollte ich zum Schützen machen, den anderen zum Kanonier, habe ich gesagt. Für dich habe ich nicht genug Titan, das kommt allerdings noch. Und ich fordere noch einen Jungzwerg an, dass wir nachher das Militär dann auf 5 vergrößern können. Währenddessen gucke ich nach meinen Forschern.
besseren Schlaf, Arbeitsgeschwindigkeit und dann Gelehrtenspezialisierung. Achso, das macht bessere Pflanzen. Das da ist das, die verbesserten Pflanzen. Also, dass Pflanzen länger heben.